Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Sid für euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt ein schönes Wochenende. Ich werde heute zum Sonntag euch nochmal ein neues Video reinstellen in Bezug auf Abnehmen, Probleme mit Abnehmen und gehe da nur ganz kurz und speziell auf ein, zwei prägnante Punkte ein. Und zwar, ihr habt euch selbst entschieden, ach, ich möchte gerne abnehmen. Dazu will ich euch gleich mal hier einen Link reinstellen. Und zwar, da habe ich 7 Punkte aufgelistet, die wichtig sind zum Abnehmen, beziehungsweise die man in Erwägung ziehen kann, vom regulären Sport und den anderen Sachen mal fernab davon. Könnt ihr euch gerne anschauen. Mit den Punkten nehmt ihr definitiv ab. Wie ihr nur aufgestellt seid mit dem Abnehmen, aus welchen Gründen ihr das tut, das ist wieder eine andere Sache. Da könnt ihr gerne mit mir auch ins Gespräch gehen, ob das logisches Sinn macht oder nicht. Ich habe da so eine geteilte Meinung zu, aber das mal fernab. Okay, solltet ihr euch bereits in einem Programm befinden? Ihr habt euch selbst ein kleines Programm zusammengestellt, seid im Fitnessstudio, seid bei einer Ernährungsberatung, macht etwas über was ich, mach dich krass, Deadlift die Soest und was ist nicht alles hier, Mark Lawrence und so weiter. Es gibt ja zig Programme. Der Markt ist ja mehr oder weniger damit überschwemmt. Aber das tut ja nichts zur Sache. Alles hat seine Effektivität und passt auch. Aber solltet ihr euch für irgendeines von diesen, sage ich mal, Programmen entschieden haben oder euer eigenes Programm haben im Bereich Sport, ihr esst gesund, habt eure Ernährung umgestellt, aber trotzdem treten die gewünschten Effekte nicht ein oder es ist nicht so, wie ihr euch das vorgestellt habt, kann das an ein paar kleinen prägnanten Punkten liegen und die möchte ich gerade nochmal zu erwähnen. Das wird auch in dem anderen Video erwähnt, da dehne ich das noch etwas aus, aber ich möchte es trotzdem mal einzeln hier auflisten, weil ihr könnt natürlich gerne euer Programm oder euer eigenes Konzept gerne weiter nutzen. Da will ich euch auch gar nicht reinreden. Aber vielleicht mit zwei, drei Ergänzungen habt ihr da einen viel, viel höheren Effekt und könnt sozusagen super euren Sport und was weiß ich nicht noch mit weiter ausbauen. Hierzu die Lösung dann einfach. Zum einen setzt euch mit eurer Psyche auseinander. Das ist nämlich bei jedem Menschen unterschiedlich. Die einen haben zum Beispiel unter Stress oder haben unter Probleme, nehmen zu, die anderen nehmen ab. Ja, von den meisten hört man, ja, ich nehme den ab, wenn ich viel unter Stress bin. Das ist aber nicht bei jedem Menschen so und das darf man nicht pauschalisieren. Also schaut da genau auf euch. Die Psyche spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn es im Bereich auch des Abnehmens, wenn ihr euch darin befindet. Ja, also da einfach mal schauen. Und gleichzeitig schaut darauf, was ihr esst. Also ja, nicht jeder Mensch, die einen sagen, oh ja, du müsst jetzt High Carb oder Low Carb oder du musst jetzt das und das Programm machen, dann nimmst du ab. Das ist auch Käse, weil jeder Mensch da anders ist. Ja, die einen Menschen nehmen zum Beispiel durch Fleisch ab. Ja, wenn die einigermaßen, was ich Fleisch und dann bestimmt zum Beispiel auf Kohlenhydrate verzichten und so weiter und so fort. Die einen essen ganz normal. Also aus meiner Sicht sollte es immer ausgewogen sein. Ich lebe jetzt auch nicht vegetarisch oder vegan, sondern ich esse zum Beispiel auch Fleisch. Ich esse auch gerne Fleisch, aber dann auch teures, gesundes Biofleisch, wo das direkt über meinem Fleischer des Vertrauens. Und da ist das für mich auch legitim. Und ich achte zum Beispiel darauf, dass ich dann A, weniger Kohlenhydrate zu mir nehme, aber das ist jetzt meine Geschichte, wie gesagt, da könnt ihr auch gerne mich nochmal anschreiben, dann kann ich auch mal erzählen, wie ich das so mache. Ich wollte sowieso im Bereich der Nahrung da noch ein, zwei Videos dazu reinstellen oder vielleicht auch ein paar mehr, mal sehen. Aber damit ich jetzt nicht weiter ausschweife, wir wollen beim Punkt, wie gesagt, mit dem Stress, ja, mit der Psyche, darauf achten. Dann messt euren Vitamin D3-Spiegel. Habt ihr einen niedrigen Vitamin D3-Spiegel, dann könnt ihr so viel tun und machen, wie ihr auch wollt. Ihr werdet Probleme haben mit dem Abnehmen, weil der Körper einfach nicht richtig läuft. Der Motor ist nicht richtig angeschmissen und dadurch läuft es auch so nicht mit dem Abnehmen, mit dem Stoffwechsel und so weiter. Ja, also das funktioniert einfach da nicht. Messt den da, guckt oder supplementiert euch. Da könnt ihr noch drauf achten. Und zum Schluss der absolute Klassiker und ein super Tipp, der ist wirklich spitze. Den habe ich auch durch ein Buch. Das Buch habe ich jetzt leider gerade nicht da, sein. Aber ganz einfach, eine halbe Stunde, bevor ihr etwas esst, und sei es nur eine Birne, ein Apfel oder was weiß ich,
trinkt ihr ein halbes Glas Leitungswasser, stilles Wasser, je nachdem, ich nehme gefiltertes Wasser, trinkt ihr. Ich reichere das zum Beispiel mit Zeolit noch an, mit verschiedenen Sachen kann ich auch mal hier zeigen. Ja, das sieht im Prinzip dann so aus, wird durchgefiltert, sind sicherlich noch krassere Produkte oder was man direkt an Wasseranlagen mit anschließen kann, also direkt an Wasserhahn. Aber mit dem Gerät bin ich ehrlich gesagt ganz gut zufrieden. Und ich trinke einfach ein halbes Glas Wasser oder ein Glas Wasser, ja, je nachdem, zu den Mahlzeiten und eine halbe Stunde vor und das klappt wunderbar. Also ich muss wirklich sagen, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich esse doch relativ viel. Teilweise fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag, zwei bis 300, zweimal warm, definitiv. Und ich habe mehr oder weniger wirklich abgenommen und ich betreibe jetzt nicht unendlich viel Sport, zweimal die Woche, wenn ich es hoffentlich schaffe. Und ja, also das klappt, ja. Wie gesagt, ich nutze noch nicht mal die ganzen 7 Vorschläge von meinem vorherigen Video, sondern wirklich nur ein paar prägnante Punkte. Und das hilft wunderbar. Deswegen führt auf jeden Fall euer Programm weiter durch. Kein Problem. Beachtet vielleicht die paar Punkte, Psyche D3, Wasser und was ihr esst, wie gesagt, probiert euch einfach aus, guckt mal, wie euer Magen wieder auch da arbeitet, wie ihr das vertragt. Je nachdem, was ihr esst, immer Selbstverantwortung übernehmen und dann seid ihr auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und dann freue ich mich auch, wenn ihr dann auch richtige Erfolge damit erzielt. Okay, das war's dazu. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ich würde mich über ein Abo, wie gesagt, freuen oder positive Bewertung. Bis dahin, euer Sid.